Yo, was geht, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part von Alien Isolation hier auf meinem Kanal. Und ich hoffe, inständig ist das laut genug, weil es hört sich wieder sehr, sehr leise auf meinen Kopfhörern an. Aber ich glaube, das sollte stimmen. Game Sound läuft, Webcam läuft, alles läuft. Gut, den Ausweis sammeln wir noch ein. Hier noch den ganzen Sachen, wo wir hier finden. Jetzt haben wir tatsächlich eine EMP-Mine. Okay, wir haben vom guten Gabriel, einer meiner Zuschauer, den Tipp bekommen, dass wir bei den Androiden doch EMP-Minen probieren sollten, weil das ein elektromagnetischer Impuls ist und der die vielleicht außer Kraft setzen sollte. Das werden wir dann auch versuchen, sobald wir welche begegnen. Aber vorerst muss ich kurz mal überlegen, wo wir hier sind. Ah, wir haben es ja durch diesen Ausstellungsraum geschafft, ne? Genau, so war es gewesen. Und jetzt muss ich Samuels finden. Samuels muss ich jetzt finden. Gut. Nachdem wir uns hier voll ausgerüstet haben, so wie es aussieht, werden wir uns jetzt weiter nach Norden oder nach vorne einfach begeben. Genau. Sehr schön. Das ist kein gutes Zeichen. Okay. Nicht gut. Gar nicht gut. Okay, diesmal probieren wir es mal aus. Nein, das war falsch. Scheiße. Das sind ja gerade viel zu viele. Los! Das funktioniert! Das funktioniert! Das sind ja... Wie viel sind denn das? Das sind jetzt 5, 6, 7, 8 Stück! Aber es scheint zu funktionieren. Laufen wir wieder zurück? Wir laufen wieder zurück! Wartet! Wartet! Wir laufen wieder zurück! Scheiße, ich bin durch die falsche Tür gelaufen. Wir müssen hier lang. Das war sehr dumm von mir. Es tut mir leid. Ich habe auch keine EMP-Mine mehr. Wir müssen eigentlich hier rein. Schlüsselkarte benötigt. Leute, okay. Keine Chance, Mann. Das sind 7, 8 Stück. Nein, ich lade den Spielstand nochmal neu. Nein, ich bin einfach in die falsche Richtung gelaufen. Brust dafür. Unglaublich. Also, die Schlüsselkarte benötigen wir. Ein Ausweis. Mal gucken, ob wir die hier irgendwo finden. Da müssen wir gar nicht so lange rummachen. Taschenlampenbatterie, EMP-Mine. Ja, hier schreit alles förmlich nach. Benutze die EMP-Mine. Ein gutes Timing, Gabriel, an der Stelle. Leuchtfackel. Ohne die hätte ich jetzt wahrscheinlich ewigs lang. Was haben wir denn hier? Taschenlampenbatterie. Okay. Okay. Pumpgun. Boah, mit ganz viel Munition. Das ist schon mal geil. Warte mal, ich lade die mal nach. Okay, die Schüsse würden auf jeden Fall reichen, um alle auszuschalten, aber ich will mir die Schüsse lieber aufheben. Jetzt ist natürlich die Frage, wo kriege ich die Schlüsselkarte her, ne? Aha. Ich glaube, die kommen gerade rein hier. Was habe ich denn hier angestellt? Guckt euch das an! Ich glaube, ich hab's. Sehr geil! Ich habe die Gasleitung aktiviert, das habe ich schon gecheckt, aber ich wusste nicht, dass da gerade sowas bei passiert. Oh. Bringt das was? Oh, ich hoffe, die gehen drauf. Warte mal, geh mal her. Komm schon. Geht doch bitte drauf! Als ob! Der ist am Brennen, geh doch drauf! Nee, Mann. Das reicht nicht. Einer down. Ich muss die so umlegen. Ich habe keine. Sonst ist mir das zu viel. Als. Komm schon. Noch einer. Nein, da ist noch einer. Verdammt. Alter, wie viele sind denn das? Komm her. So. Ich weiß, ich habe jetzt ein bisschen Munition verschwendet. Das tut mir auch mega leid. Aber das war mir einfach zu riskant gewesen. Guck mal, das waren 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Androiden. Was haben die sich dabei gedacht? So, wir benötigen eine Schlüsselkarte.
Kann ja nur fast hier irgendwo sein, ne? Kann das Gas, das schalte ich wieder aus. Oder warte mal, sind da zwei Bildschirme? Nee, passt alles, okay. Ja, genau. Als ob. Das gönnen wir uns jetzt gerade mal nochmal. Hier eine gute kleine Spritze. Das tut gut, ja. Und ansonsten, hier haben wir eine Leiche. Hat der den Ausweis? Nee. Aber nochmal mehr Pumpgun-Patronen. Pumpgun-Patronen. Das ist ein Schwachsinn hier. Mein Gott. Warte, ich brauche den blöden Ausweis. Medikit, das ist sicher schon mal was sehr, sehr Vorteilhaftes. Ein Sensor? Okay. Okay. EMP nochmal. Okay, das kann man sich gut gebrauchen. Meint ihr, kriegt die da drinne? Den Ausweis. Kann man hier einen von den Androiden? Nee. Zeig mal her auf der Karte. Das sieht doch sehr danach aus. Oder ich hab die... Naja, die Tür ist verschlossen. Ich muss ja fast von hier rein. Ich muss die Tür irgendwie aufkriegen. Oh, ich liebe die Aussicht von den Fenstern hier. Guckt euch das an. Wie geil das aussieht. Ah, ich habe mir auch den neuen Predator angeguckt. Also ich war irgendwie mega enttäuscht von dem. Ja. Den einzigsten Predator, den ich wirklich gut fand, oder sagen wir zwei, der allererste Alien vs. Predator, den fand ich jetzt wirklich noch gut. Ich weiß, sehr, sehr viele kritisieren die Predator-Filme. Den fand ich aber jetzt wirklich noch gut und auch mit sehr, sehr viel Potenzial. Und der zweite Alien vs. Predator war scheiße, aber der Predator, der mit dem Arnold Schwarzenegger, der war auch noch gut gewesen, ist halt ein Klassiker. Beziehungsweise und die Neuverfilmung von dem, den fand ich auch noch gut. Aber der neue Predator im Kino, der war richtig, richtig scheiße. Das ist mega schade, was sie aus dem Predator gemacht haben im Kino, weil in Wirklichkeit würde da eigentlich mega viel dahinter stecken, finde ich noch. Viel Potenzial. Und das sind so richtige Trash-Filme inzwischen. Das finde ich richtig schade. Genau, das ist so meine Meinung zu dem neuen Predator einfach. Schreibe ich das noch in den Titel, ne? Dann kann ich vielleicht noch ein bisschen Zuschauer abstauben. So irgendwie so Predator 2018 Review, meine Meinung dazu. Keine Ahnung. Passt ja auch ein bisschen so zum Thema, ne? Ey, ich gucke jetzt echt nochmal in dem Raum hier nach, ob hier irgendwo... Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich... Warte, war das... War ganz da hinten nicht ein Computer? Nee, ich glaube nicht, gell? Da war nur das zum Abspeichern. Naja, da ist nur das zum Abspeichern. Doch, hier, Quatsch, hier ist ja ein Computer. Was hab ich denn an den Augen? So, schauen wir mal. Von hier kriegen wir sicher die Tür auf. Och Mann, das bringt mir nichts, was hier steht. Ne, warte nochmal. Ich will nochmal gucken, schnell. Das kannst du mir nicht sagen. Was haben wir hier? Was soll das heißen, dass du den Zugang zum Aufzug, der Zugang zum Aufzug abgeschlossen? Deine Knarre und Vorräte helfen mir einen Scheiß, wenn der Synthet, der dich gejagt hat, immer nach oben, hier unten ist. Das bringt mir nichts. Scheiße. Okay. Wie es aussieht, sitze ich jetzt schon wieder in der Klemme. Den nehmen wir mit. Das ist ein Radio. Das ist eine Leuchtfackel, die ich da habe. Verdammt. Ach Quatsch, wir kommen gar nicht mehr zurück. Von wo sind wir überhaupt gekommen? Jetzt muss ich kurz mal überlegen. Hä? Kann man auf die Karte? Aha, von da. Ah, wir sind von da links gekommen, logisch. Nee, ich glaub so überhaupt nicht, dass wir wieder zurück müssen. Das wäre ja total sinnfrei. Kann ich hier noch irgendwas machen? Ich kann nur... Und da... Mit Tab... Kann ich wechseln? Ich kann ja nichts wechseln. Ist ja nur dieser eine Raum hier. Mit dem ich das an- und ausschalten kann. Schade. Ich glaube, hier kann ich nichts machen. Nach oben komme ich auch nicht. Hier unten ist auch nichts. Hier ist nur Elektroschrott, aber keine Schlüsselkarte, die ich benötige. Kannst du mir jetzt nicht sagen, dass ich jetzt wieder in den Raum rein muss? Und da irgendwo die Schlüsselkarte jetzt rumliegt plötzlich. Die greifen mich nicht an, oder? Das wäre mir jetzt zu viel. Das wäre mir jetzt echt zu viel.
Nein, ich will einfach nicht wieder in den Lüftungsschacht. Warte mal, ich kann höchstens hier nochmal gucken, nachdem die Tür offen ist, dass wir da vielleicht irgendwas machen können. Nee, das haben wir alles schon. Das haben wir alles schon gelesen. Hier hinten war dieser versteckte Schalter. Ach, guck mal, die Tür ist jetzt offen. Ah, nee, von da sind wir gekommen. Oh, bitte sag mir nicht, dass wir alles wieder zurück müssen. Guck mal, hast du eine Schlüsselkarte bei dir? Auch nicht. Da auch nicht. Okay. Mann, Mann, Mann. Was ist denn das hier überhaupt? Das ist die Rohrleitung, die ich gesprengt habe. Schlüsselkarte benötigt. Mann, geh doch auf, ey. Ohne Scheiß. Wo kann die denn sein? So, hier befinden wir uns. Die Räume können wir alle besuchen. Hier ist der Vorstellungsraum. Und hier haben wir die Pumpkin und das alles so gefunden. Schlüsselkarte. Mann, der Raum, der, das kann ja nur fast der Raum sein eigentlich. Die kann ja nur hier drin sein, würde ich jetzt denken. Aber hier ist nichts. Ich bin wahrscheinlich wieder viel zu dämlich und finde das nicht. Wie diesen Schalter von vorhin. Jetzt muss ich auch noch auf Toilette, ey. Das gibt's doch nicht. Schlüsselkarte. Nein, hast du auch nicht, Mann. Das ist jetzt ein Kotzen ist das hier. Scheiße, 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 scheiße. Die haben wir durchsucht hier schon, die Schubladen. Hinten können wir abspeichern. Kommen wir von hier in irgendeinen Lüftungsschacht oder so? Auch nicht, gell? Guck mal, hier haben wir noch was. Nein, mega schade. Oh, ich dachte, das wäre es jetzt gewesen. Schade. Ich muss mir wahrscheinlich gleich irgendein kleines Video angucken. Und hier auch keine Schlüsselkarte. Ey, ich weiß gleich wirklich nicht mehr weiter. Müssen wir echt zurück? Aber dann sind wir umsonst hierher gelaufen. Das kannst du mir noch nicht sagen. Easy. Ich probiere es nochmal, indem ich jetzt zurückgehe. Aber ey, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Warte, ich gucke nur schnell, ob einer der Androiden... Doch, Androiden kann man auch plündern. Ob einer der Androiden vielleicht die Schlüsselkarte dabei hatte. So ein Motto, einer von uns hat sie, muss herausfinden, wer. Nö. Ah doch, warte mal, den konnte ich plündern. Als ob. Wer kommt denn darauf? Ohne Scheiß. Ey, ich schwör, das Spiel regt mich nochmal so richtig auf. Okay. Wo wären wir? Wir sind jetzt bei Samuels hier. Ey, komm, da waren 6 Androiden gewesen oder 7, keine Ahnung. Ich kann es mir nicht sagen. Ah, das ist der, der den umgelegt hat. Ach, komm mal, die Klappe. Ich nehme an, dass wir das Ding aktivieren müssen hier. Folgen Sie Samuels. Das ist der, wo... Ah, das ist der, wo den Typen zusammengeschlagen hat. So richtig auf Bossart. Okay. Okay, müssen nach rechts. Da wäre ein Aufzug, aber... Ich glaube nicht, dass wir den nehmen müssen. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass wir weiter müssen. Gehen die auf? Oder müssen wir... Doch. Was ist denn das für ein Geräusch? Das hört sich ja komisch an. Nee, Quatsch, wenn wir den Aufzug nehmen müssten, dann würde ja hier das Ding, dieses Dingens sein hier. Das würde ja dann hier sein. Ah doch, tatsächlich, wir müssen hier hin. Wir müssen den Aufzug nehmen. Das sagt uns keiner. Wir müssen einfach den Aufzug nehmen, das sagt uns keiner. Oh, zur Androiden-Anweisung oder Einweisung. Das heißt, noch mehr von den Dingern. Ey, was sind denn hier für Bilder?
Das kann nichts Gutes bedeuten, aber wir sind richtig hier. Störung. Super. Was sagen Sie? Nichts. Nur noch mehr Schrott auf dieser Station, der kaputt geht. Ich hasse Androiden. Wo müssen wir denn jetzt lang? Oh Gott, jetzt müssen wir da runterklettern. Ich wette, die fällt gleich runter. Okay, warte mal. Los. Okay, das ist heiß. Das ist kochend heißer Dampf oder irgend sowas. Oder Gas. Ey, jetzt chill. Los, weiter, weiter, weiter. Okay, was ist das hier? Verstehe ich nicht. Die hätte jetzt weiterlaufen können bis zum Schluss. Wieso muss denn die jetzt... Hä? Hä? Aha, da geht's nicht mehr weiter. Okay, das, ich dachte jetzt gerade ein bisschen. Als ob die jetzt darüber springen muss, oder? Ah, nee. Das waren jetzt locker 3-4 Meter und das nur noch aus dem Stand. Ja, unsere gute Ripley, die hat ganz schön was auf dem Kasten. Ah, oh, sehr gut. Gut. Stromausfall. Natürlich, hier läuft alles, Lichter blinken, aber der Schalter, das ist ein Stromausfall. Oh, ich liebe so Gänge, das sieht so richtig so Science-Fiction aus, Mann. So Röhren. Apropos. Man weiß ja nie, wann das Alien wieder auftaucht. Das wird einfach so mit einem Knall auftauchen. Ich wette mit dir. Oder mit euch. Okay, wir können speichern. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Am Anfang sind die ja extrem rar gewesen, diese Speicherpunkte. Jetzt geht's eigentlich langsam. Da kommen wir nicht durch. Oder können wir das aufschieben? Das können wir aufschieben. Hebel benutzen. Gut. Müssen wir hier lang? Ja. Oh, Androiden. Ist der böse? Der ist böse. Komm her. Ich mach das jetzt so, gell? Ich tu da echt nicht lang rumfackeln. Ich knall die alle ab. Oh Mann, lad nach! Wieso lädt denn der nicht nach? Ah, der ist aufgeladen. Komm her. Ja, ja, alles gut, alles gut, alles gut hier. Nein, da kommt noch mehr. Bis jetzt ist noch gut. Ich habe genug Munition. Ich habe daneben geschossen. Oh oh. Hier drauf. Nein. Mann. Komm her, du Bastard. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Ey, jetzt muss ich den umlegen, aber ganz ehrlich. Los, 4 Schüsse, das reicht. Komm schon. Ich habe nur noch 2. Oh! Ey, ich stelle mich heute aber auch dämlich an. Unglaublich. Jetzt habe ich nur noch einen Revolver. Toll. Die ist leer, oder? Oh, warum musst du das machen? Komm schon. Ich muss danach ein Medikit nehmen. Ey. Boah. Das war's. Die reichen nicht mehr. EMP-Granate. Ach, wieso nehme ich denn EMP-Granate nicht? Depp. Ach, Leute, Leute, Leute. Ich stelle schon wieder dumme Sachen an. Nimm. Komm, gönn dir eine Dosis, Bruder. So, oder Schwester. Also, die sollte mich lieber nicht erwischen. Wobei, ich habe das Gefühl, ich habe sowieso schon alle auf mich gelockt. Oder alle zu mir gelockt. Was haben wir genommen? Ich habe es jetzt gar nicht gesehen. Da gehen wir sicher nachher rein, das sehe ich jetzt schon. Aber erstmal speichern. Hier konnte man irgendwo speichern. Ah, das war da draußen gewesen. Ja, gut. Ich glaube, hier kommt man da nicht mehr weiter, gell? Ah, doch. Ja, ich denke, durch den Lärm haben wir echt alle zu uns gelockt.
Und durch die Röhre hätte man wahrscheinlich jetzt entkommen können. Ja, da wären wir da unten lang gelaufen. Kann ich hier die Überwachungskameras ausschalten? Geht das? Natürlich geht das. Wir sind ein Hacker. Wie geht das? Das geht locker bei uns. So. Der ist kaputt. Kameras haben wir ausgeschaltet. Können wir weitergehen. Ah, oh, müssen wir echt in jedem Raum die Kamera ausschalten? Ist das überhaupt schlimm? Kommt da überhaupt was? Wir haben ja alle erledigt, alle Androiden. Ist ja, glaube ich, gar nicht mehr schlimm. Ne? So. Jetzt wird noch gehackt. So. 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 Und so. Perfekt. Da, Samuels. Nice. Gut, dass Sie es in einem Stück geschafft haben. Apollos Sicherheitsperimeter wurde so eingerichtet, dass nur Sixen-Synthesen auf ihn zugreifen können. Hören Sie mir zu. Ich werde etwas Drastisches unternehmen müssen, wenn wir Apollo wieder verbinden wollen. Und was? Mach mir keine Angst, Bruder. Ah, der labert, hat fertig gelabert. Okay, wir müssen weiter. Ich werde die Neuformatierungskammer benutzen. Das ist der einzige Weg. Ich musste Strom aus dem Bereich umleiten, damit ich das versuchen kann. Klar, mach du das. Du wirst schon wissen, was du da tust. Ich habe keine Ahnung davon. Ich schalte mich da raus. Oh, hier können wir speichern. Ich will nur gucken, ob der noch irgendwas sagt. Guck mal, da drin ist irgendwas. Sicher Androiden oder so. Jo, das ist ein guter Punkt eigentlich hier an der Stelle, um Feierabend zu machen für heute. Ich hoffe, meine Lieben, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich wie immer über ein positives Feedback von euch freuen. Mit einem Daumen nach oben oder so. Glaubt mir, das bringt wirklich viel. Das motiviert mich mega. Oder mit einem geilen Kommentar. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, wünsche euch noch einen schönen Abend. Schaut bei meinem Livestream vorbei. Und haltet die Ohren steif. Euer Nier und ciao.